jetzt, Akku ist voll geladen, 98%. Energiesparmodus ist an. Ich hoffe, dass das dann gut klappt mit dem Pokémon Go. Und dann lasst uns mal eine Runde Spaß haben. Den Rest seht ihr gleich. Hallihallo, hier ist der Gusua und? Bent. So, Bent hat sein Handy bei, hat eine Powerbank bei, also wir sind richtig gut ausgestattet und jetzt latschen wir einfach mal durch Pflanzen und Blumen. Achso, nebenbei, ich kann ja hier sogar noch gucken, was wir hier so haben. Ja, sehr schön. Ja, Qualität ist, denke ich mal, ausreichend, sollte aber passen. Ist einfach besser mit einem Camcorder aufzunehmen, auch wenn die Qualität selber jetzt nicht so der Brüller ist. Aber das passt. Bent ist Level, kurz vor Level 14, richtig? Ja, genau. Und zeigt mir dann halt nochmal einiges, ja, was so geht. Wie gesagt, hier für die, die so ein bisschen auf alles andere stehen. So, jetzt entscheide ich mich doch mal einfach den Rauch zu verwenden. Dass ich halt wirklich sage, gut, okay, komm, pass auf. Wir wollen eine halbe Stunde Spaß haben. Und dann gucken wir mal, was wir hier kriegen können. Und wir latschen einfach mal weiter. Gucken wir mal, was wir hier so finden können. Kannst du mal einmal zeigen, wo wir gerade sind. Wie gesagt, Pflanzen und Blumen. Oh, hier, erstes hier gleich. Hier Anton gegettet. Gucken wir mal, dass wir ihn klar machen. Gucken wir mal, ob er sich wehrt. Super. Einmal frei, super geil. Geht's weiter? Schauen wir mal. Wieder einmal ein Taubsi. Naja, immerhin. Aber du sagst, zum Entwickeln geht's. Also beziehungsweise ja, zum Verschicken und dann. Also eigentlich und man kriegt EP. Genau, man sollte immer jedes Pokémon fangen. Ja. Weil man damit gratis EP und gratis Taubsi-Punkte bekommt, beziehungsweise Taubsi-Bonbons, die du dann benutzen kannst, um deinen Taubos zu evolutionieren. Entwickeln, genau. Genau, dazu auch noch mal was. Hier können wir uns kurz hinsetzen. Dazu noch mal was. Ich habe ja mittlerweile, ich muss mal gucken, ich habe Tauboga und ich habe Taubos. Warte mal, ich muss mal gerade schauen. Oh, da, genau. Da ist Taubos. Das war WP-mäßig richtig du wenig. Du hast aber eher einen Voltball, das ist noch interessanter. Ja. Achso, ja, okay. Der ist noch interessanter. Ist der gut, ja? Yes, ja, ja. Was, nice. Der ist eigentlich ja, genau, lass uns erst mal gucken, was ich alles so am Start habe. Okay, gut. So. Ja, wie gesagt, Hypno heute erst gefangen. Radikal habe ich halt eben probiert mit dem Sternstaub halt zu upgraden. Und ja, da sagst du ja gerade, jetzt bringt es eigentlich noch gar nichts. Anton habe ich auch gerade erst bekommen. Pummeluff habe ich heute auch gezogen. Jede Menge Traumatus. Jetzt gleich, warte mal, hier gibt es noch einen. Ja, also Traumatus finde ich immer ohne Ende. Ja. Traumatus findest du in Hamburg ganz viel. Okay. Aber ist auch nicht schlecht, weil die Entwicklung von Traumatus, also Hypno, ist ein sehr starkes Pokémon und es lohnt sich ja nicht immer, das zu entwickeln. Okay. Ja. Mein Hypno hat jetzt 625 und das zerstört eigentlich schon die meisten Arenen. Ne? Das ist eigentlich. Apropos Arena, müssen wir auf jeden Fall auch noch ja, genau. Arena gibt es noch ein schönes Video. Genau, richtig. Ein schönes Bild von. Und wie ihr seht, Pflanzenblumen, schöne Location. Ja, auf jeden Fall. Hier werdet ihr auch nicht abgezogen. Ja, genau. Ja, wirklich. Also, wie soll man sagen, Abziehlevel auf jeden Fall relativ gering. Also wirklich, guckt immer genau hin, wo ihr euch aufhaltet. Auf jeden Fall. Ja. Hier meistens einfach nur Familien, die irgendwie so einen Wochenendausflug planen oder machen. Ja. Ne, und deswegen, Pflanzen und Blumen ist eine gute Location. Sonst allgemein Eppendorfer Park, UKE, auch perfekte Location, um was zu fangen. Ganz, ganz wichtig einfach wirklich für die, die halt sagen, oh ja, was habt ihr für Locations, beziehungsweise anders, wenn irgendeiner von euch sagt, ey, hier, das ist die super Location, postet das einfach, schreibt das in die Kommentare rein, dass es halt viele sehen, weil das ist halt eben wirklich dieses Sharing von guten Locations ist halt mega wichtig, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Dass man halt wirklich sieht, okay, ja, da ist es wirklich safe, sag ich mal. Vor allem in Hamburg, weil ja, in Hamburg hast du eigentlich auch eine relativ hohe Limitierung, was Pokémon angeht. Da findest du auch nicht die krassesten. Ja. Sonst gibt es auch noch eine App, die heißt PokeChat. Vielleicht könnt ihr die auch mal auschecken. Die ist eigentlich auch ganz hilfreich. Okay, wir sonst mal informieren. Auch irgendwie, wenn ihr irgendwelche Leute trifft, die dann Pokémon Go spielen, fragt einfach mal, seid nicht scheu, sprich die an und dann kommt ihr auch in irgendwelche WhatsApp-Gruppen.
Und ah, okay, die, ja, genau. Gute Sache, also sprich WhatsApp-Gruppe, habe ich ja im anderen Video schon erwähnt. Einfach wirklich, klar, das ist intern, aber klar, ihr trefft irgendeinen und der sagt, ey, hier komm, ich bin in der und der Gruppe, einwandfrei. Weil wenn ihr den trefft, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich super, super hoch, dass der natürlich bei euch in der Nähe immer am Start ist. Genau. Und dann kann man sich einfach verabreden und zeitgleich irgendwie ein Meeting machen. Hier haben wir das nächste Pokémon. Ich hoffe, es ist nicht zu laut von der... gucken wir mal hier drin, gehen wir mal hier hin. Gucken wir mal, dass die Luft, dass die Windgeräusche nicht so krass sind. Wie gesagt, ich hoffe, dass mit dem Abfilmen reicht für euch. So, schauen wir mal. Den AR-Mode haben wir, wie gesagt, ausgemacht. Da sagte Ben, das ist eventuell besser. Und Evoli, sehr gut. Wenn man, ich zoome mal hier so an. Wenn ihr den AR-Modus ausschaltet, ist es wesentlich leichter. Also es ist einfacher, das Pokémon zu fangen. Und ganz ehrlich, dann machen wir das natürlich. Oder soll ich mal, ich bin mal ganz dreist und mach mal einen Curveball. Ja, zieh den unten links in die Ecke und dann einen Daumen breite neben das Evoli. Ist schräg. Perfekt. Yeah, läuft bei mir. Perfekter Wurf. Jetzt gucken wir mal, ob es auch drin bleibt. Und jetzt, ich sehe gerade, du ziehst hier gerade dein Handy auch wieder. Das heißt also, du willst dir das Evoli auch gönnen. Genau. So, haben wir klar gemacht hier. Die Junge. Na, WP40 ist natürlich jetzt nicht der Kracher. So, bevor ihr euch fragt, warum die ganze Zeit diese Curvebälle, ich habe ja einmal kurz ein Screenshot auf meinem Handy. Wenn das jetzt mal irgendwann fokussieren würde. Seht ihr hier, ich habe hier irgendein Pokémon gefangen und ich habe hier einfach mal fette 100 extra EP für einen fabelhaften Wurf bekommen. Das ist relativ schwer, das jetzt zu fangen. Auf jeden Fall lohnt es sich, eure Pokémon-Bälle sozusagen mal zu trainieren. Weil wir jetzt gerade gesehen haben, dass das Ei gerade bei mir geschlüpft ist, müssen wir uns natürlich auch gleich wieder gönnen. Oh ja, ich habe dieses Glücksei und das erst nehmen, sobald sich die Chance sozusagen ergibt, dass man was anderes levelt. Das Glücksei für die Leute, die noch nicht Level 9 sind, ab Level 9 bekommt ihr ein kostenloses Glücksei, was ihr auch im Shop erwerben könnt. Dieses Glücksei bringt euch für 30 Minuten lang doppelte XP. Und diese doppelten XP solltet ihr ja, beziehungsweise dieses Glücksei solltet ihr damit verwenden, eure ganzen Evolutionen zu machen, beziehungsweise eure ganzen Pokémon zu entwickeln. Jetzt sehen wir hier gerade, also in die Richtung sind gerade welche, die ja diese Pokestops geboostet haben. Also Pin, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir ein Pokémon kriegen, genau. Richtig? So. An diesen geboosteten Spots kommen halt mehr Pokémon, die werden einfach angelockt. Und es gibt keinen Grund, warum man da nicht hingehen sollte, also daher. Ich habe noch mal ein Ei geballert gekriegt hier. Läuft auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich würde sagen, den hinterher. Und dann, mein Rauch geht nur noch 17 Minuten. Aber in Verbindung mit diesem geboosteten Pokestop und dem Rauch sollte das ja eigentlich ganz gut laufen. Genau. Das sollte dann ein paar Pokémon bringen. So, gucken wir mal, wie es bei dir aussieht, Ben. Was passt? Bei mir, ja. Gar nichts. Was heißt gar nichts? Wir sind gerade in die falsche Richtung für das Evo. Oh, hier das nächste. So ein Kokuna, oder? Ja, das ist gar nicht schlecht. Fangen wir es einfach mal. Und jetzt probiere ich mal deine Taktik hier. Genau, und eine Fingerbreite rechts. Yeah, läuft. Also das ist richtig guter Trick. Also wirklich im unteren Bereich, nicht mit dem Daumen, sondern wirklich mit dem Zeigefinger. Genau. Und dann eben wirklich leicht neben, rechts neben das Pokémon. Und dann läuft. Sehr geil. Also klar, oh, richtig edel. Und cooles dann der Vorteil, den ihr habt, also einfach der magische Trick ist einfach, den Pokéball unten links in die Ecke zu ziehen und dann einfach eine Daumenbreite neben das Pokémon zu ziehen und dann halt in einem geraden Strich sozusagen eine Daumenbreite schräg nach oben. Und dann solltet ihr eigentlich das Pokémon immer haben, denn diese Curved Balls heißen die, gedrehten Bälle, geben dir nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du das Pokémon fängst. Ah, okay, also weil das Pokémon... Läuft bei euch? Ja. Wie viel hast du? 10 oder so. Komm, also nur mal so, ich bin YouTuber und dann hat man es gleich drin. Ja, nice. Ja, zeig mal her, was. Ihr seid Pokémon. Auch am Pokémon spielen, oder? Ja. Wie jeder andere auch hier. Na, es regnet sogar ein bisschen leichter, trotzdem jeder passt. Ist draußen und spielt Pokémon. Ja, genau. Jetzt hier den nächsten, ja, wieder Radfratz, passt. Jo. Wieder, aber WP 113, 116. Und echt, also wirklich, ihr seht es halt wirklich unten links, Curveball, ein bisschen rechts vom Pokémon und ihr zieht es ab. Richtig, richtig genial. Auf jeden Fall vielen Dank für den Trick, Ben. Ja, immer gerne. So, schauen wir mal. Ja, Curveball, 10 extra Punkte. Gucken wir mal, schauen wir mal. Hier, noch ein Evoli.
Also hier ein Evoli 173. Ich hab einfach mal zur Sicherheit. Ich guck mal, ich probier mal, dass ich's irgendwie. Ich hab zur Sicherheit jetzt nochmal eine Himbeere genommen. Jetzt nehmen wir den Curve. Nehmen wir den Curveball und der flattert perfekt rein. Und ich brauche diese Evolis unbedingt, wenn ihr könnt 25 Evolis zum Beispiel zum Aquana evolutionieren und die sind extrem stark. Und allgemein Evolis immer fangen, das ist der perfekte Anfängertipp. Frage an dich, wie sieht's aus, wenn du sagst, 25 brauchst du? Ist es dann egal, ob du die schon verschickt hast oder musst du die auch einmal behalten? Bei den Evolutionen geht es immer darum, dass ihr zum Beispiel von einer Sorte, zum Beispiel von den Evolis, 25 Bällen bekommt. Wenn ihr es fangt, bekommt ihr 3 und ihr könnt es dann nochmal wegschicken. Richtig. Und wenn ihr es wegschickt, bekommt ihr nochmal einen. Das heißt, Richtig. Ihr bekommt sozusagen pro Pokémon 4 Bälle. Okay. Und ihr könnt die auch einfach wegballern. Ihr könnt einfach ein Evoli haben in eurem Pokédex, ein Evoli, also in eurer... Ich kann die also gleich verschicken und fertig. Das war meine Frage halt. Also sprich, ihr könnt sie gleich verschicken, nachdem ihr sie bekommen habt. Aber wir machen das jetzt so, wie ich filme und er sucht. Genau. Und wenn da irgendein spannendes Pokémon dabei ist, dann nehme ich das mit. Genau. So schaut's aus. Und sonst für euch einfach immer rumgehen, Pokémon sammeln und halt fangen und dann wegwerfen. Dann bekommt ihr EP, könnt ihr entwickeln. Ja, genau. Nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Ihr seht es, gucken wir mal, ob man es jetzt halbwegs sehen kann. Ich habe halt eben nochmal zusätzlich, klar, im Game können wir nochmal gucken, Einstellungen. Und dann habt ihr hier den Batteriesparer drin. Dass man hier den Batteriesparer aktiviert hat. Oh, das ist aber zu laut, glaube ich. Aber wir probieren es mal. Ja, wir sind hier mitten an der Hauptstraße und Radikal hat er gefunden. Genau, den gönnen wir uns mal. Schauen wir mal. Welches Level ist der? Also, okay. Oh, 255, na immerhin. Nimm eine Himbeere. Stopp, das war gut. Ah, scheiß drauf, kriegen wir so hin. Junge! Das war der perfekte Wurf. Ja, genau. Super. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann nach 1. Du musst gucken, dass der immer schön. Das darf er nicht abhauen. Sieht ganz nice aus. Sieht dann auch aus, dass die Äpfel auch immer nice. Ja, genau. Scheiß Ding. Jo, die Apps das hatte ich bis jetzt 4 oder 5 Mal. Also es hält sich im Rahmen. Man muss wirklich sagen, dafür, dass die App gerade raus ist, ja, es ist noch nicht, also klar, im amerikanischen Raum und so weiter und so fort, ist er natürlich schon länger draußen. Aber ansonsten ist das schon echt in Ordnung, finde ich, ganz ehrlich. Wie gesagt, immer gucken, weil es wäre halt jetzt Quatsch gewesen. Guck mal hier, schau mal hoch, wäre jetzt Quatsch gewesen, hier lang zu laufen, weil hier ist einfach nichts. Dann gönnt man sich das und geht noch mal ein bisschen weiter. Denn für die paar Meter, die man einen Umweg geht, scheiß drauf, habe ich 2 Pokestops, nee, beziehungsweise 3 Pokestops mehr. Was will ich und mehr? Und vor allem, das sind nicht nur Items, die ihr bekommt doch für jeden Pokestop noch mal 50 gratis EP. Und die könnt ihr auch mal ganz gut mitnehmen, wenn ihr dann auf dem Weg einfach noch mal 3 Pokestops habt. Das ist einfach noch mal 150 EP, die ihr einfach noch mal kostenlos bekommt. Und 150 EP, die rentieren sich schon, wenn die das ganz oft macht. Also lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt gehen wir hier nochmal ganz kurz, einmal nur kurz rumschwenken. Noch ist er nämlich von der Entfernung her, bleib ruhig da, ist er noch ausreichend. Ja, jetzt können wir uns das Tier rausgönnen. So, das Problem von jedem Pokémon-Spieler, der Beutel ist voll. So, der Beutel ist voll und zwar können wir uns einmal angucken. Wir haben hier 90 Tränke, 60 Beleber, ein Glücksei, ein Rau, was haben wir noch? 160 Pokebälle, 36 Himbeeren. Ich würde sagen, gehen wir nach oben. Ja. Ihr braucht nicht so viele Beleber, ich würde davon 20 wegwerfen. So, jetzt haben wir eine Arena, die ja relativ low ist. Und dann Aquana, let's go. Beiden gleich. Guckt ihr an, wie der gesmashed wird. Der ist jetzt schon tot. Okay, das ist der erste, das war easy. Jetzt kommt Golbat. Jetzt machen wir unser Special Attack. Nassschweif und der Typ. Siehst du das bei dir im Spiel jetzt momentan? Nee, wa? Doch, er sieht doch, das auf der Arena. Ah, okay, ja, okay. So, und jetzt kommt der dritte Tauboss. Ich mal gucken, ob ich noch eine Fähigkeit raus. Hallo? WTF, Junge. Ah, nee, der erste ist jetzt down. Das war der erste Gegner. Okay. Das heißt, da sind 3 drin. Der erste ist jetzt runtergehauen. Ich benutze jetzt nochmal kurz einen Trank, beziehungsweise einen Wiederbeleber. Ja. So, jetzt haben wir die Arena zusammen erledigt und jetzt setze ich nochmal einmal rein. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas zur Defense reinmachen. Ich würde sagen, ich mache mal so einen Tauboss rein, oder? Klar. Tauboss machen wir mal rein. Und der geht dir jetzt aber nicht flöten.
Doch, der ist jetzt, sagen, ich kann ihn jetzt nicht mehr aktiv im Fight benutzen, aber er ist da drin. Aber er ist auch nicht weg. So, das soll es auch wieder schon zum Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet damit Spaß. Ein bisschen hin und her geschnitten, folgende Sache. Manchmal war es ein bisschen sehr abgehakt, weil ich musste die Videodateien umkonvertieren und das Programm sagte sich einfach, gut, okay, wenn du nicht die fucking Original- bzw. die Vollversion nimmst, dann schneide ich dir einfach von deinem Videotitel ein bisschen was ab. Fand ich natürlich jetzt nicht so toll, aber egal. Also wie gesagt, das Wesentliche habt ihr auf jeden Fall mitbekommen und hat, wie gesagt, megamäßig Spaß gemacht. Ich denke mal, nächste Woche geht es weiter. Dann nehmen wir aber doch eine andere Kamera. Und dann sollte das passen. Auf jeden Fall hat es mega Fun gemacht. Viele Leute gesehen. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, wie auch schon im Video davor gesagt, guckt wirklich hin, wo ihr spielt, dass das halt wirklich keine gefährliche Sache für euch wird. Und dann habt Spaß. Ciao, ciao.